Hallo Freunde und willkommen zu Let's Play Lunar Sylvester Story Complete. Ich habe mich entschieden, ab dieser Folge, es ist allerdings erstmal nur ein Test, will ich versuchen, die Besetzungen nicht mehr simultan zu machen, sondern sie hinterher einfach einzufügen in das Video. Und das wird zwar eine ganze Menge Text werden. Ich will mal schauen, wie es so wird. Vielleicht wird es mir auch zu viel. Schauen wir mal, dann wird dieses Video auch gar nicht hochgeladen. Vielleicht wird es aber auch gut. Schauen wir mal, es kommen ja sehr viele Dialoge in einem Rollenspiel vor, also wir müssen mal schauen. Gut, jetzt aber zum Thema. Wir wollen hier Bericht erstatten. Nein, Quatsch, Bericht erstatten, das hatten wir ja schon. Ich rede wieder wirres Zeug vor mich hin. Wir wollen uns hier, glaube ich, mit Galleon treffen, um dann weiter nach Burg zu reisen, beziehungsweise zur Höhle des Weißen Drachen, um mehr herauszufinden. Und als allererstes wollen wir doch mal unseren guten alten Kumpel Ramos besuchen. Wo war der denn? Hier, glaube ich. Über die Brücke weg. Hast du irgendwas Neues zu erzählen? Ach, das ist doch schon Schnee von gestern hier. Ja, Schnee von gestern. Gehen wir mal hier rein. So, hier erstmal unseren alten Freund Dross. Ist er doch, oder? Ja, mal gucken, was er sagt. Ja, das stimmt. Das sowieso, das ist keine Frage. Ja, Ramos hat immer gute Ideen. Auf jeden Fall. Ja, richtig, Luna. Ihm scheint es gut zu gehen. Nur, das werden wir sehen. Warten wir es mal ab. So, Ramos, was sagst du? Ja. Ja, werden wir machen, ne? Wenn wir vorbeikommen in Burg. Gute Idee, so was hast du zu erzählen? Eieiei, also wenn das mal keine Anmache ist. Weiß ich es ja auch nicht. Oh, hier gibt es auch was Neues zu kaufen. Oh, sogar bessere. Oh, massiv bessere Sachen. Heieiei. Also zumindest das Schwert. Das gab es damals noch nicht. Die anderen Sachen haben wir schon. Oh, das müssen wir unbedingt kaufen. Was kostet es? 1800. Ja, ist nicht gerade billig. 1571 haben wir. Vielleicht können wir irgendwas verkaufen. Mal schauen. Ach so, wir haben jetzt gerade die Waffe gar nicht. Ah, alles klar. Das Problem ist, wir haben unsere Waffen ja gar nicht mehr ausgerüstet, weil wir sie abrüsten mussten. Das heißt, erstmal wieder anziehen, die Waffe. Luna auch hier. Wo hat denn Luna ihre Waffe gelassen? Hallo? Die hatte doch so einen Stab. Ja, das verstehe ich jetzt nicht. Wieso ist der Zauberstab von ihr weg? Hä? Das muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Hat den Noel zufällig? Ja, das ist aber merkwürdig. Das wundert mich jetzt wirklich. Mal gucken. Ist aber immer noch besser. Na, dann verkaufen wir erstmal das alte Schwert. Und jetzt können wir das neue Schwert
kaufen. Sehr schön. So. Ja, das wundert, aber warum hat Luna keine Waffe? Vielleicht klärt sich das noch, ansonsten muss ich eine neue besorgen. Ist ja wirklich merkwürdig. Schauen wir mal. Boah. Stimmt. So, dann wollen wir uns mal auf den Weg machen. Ne, hier war es nicht. Oder doch? Ne, hier kamen wir doch, glaube ich. Hier geht's rein. Gucken, ob es hier noch neue Gerüchte gibt. Ja, okay, das ist normal für Kinder, ne? Ach so, die war damals schon mit Kyle zusammen. Verstehe. Interessant, interessant. Gehen wir mal gleich... Ah ne, Quatsch, das war ja gar nicht hier. Wo ist denn... Master... Ah ja, jetzt geht's von alleine schon. Ah, da sind Master Mel, Jessica und Galleon. Mhm. Ja, das wäre natürlich nicht so schön. Da hätten wir wieder einen falschen Drachenmeister. Ja. So, wie es uns in Vane ergangen ist. Die kennen wir doch schon. Haha, sie tut jetzt so als ob. Okay, verstehe. Oh, neu kapiert's wieder nicht. Okay, mal schauen, was die noch so sagen. Gehen wir erstmal zu Galleon. Ja, was mich jetzt auch interessieren würde, ob ich vielleicht sogar, wenn ich so beibehalte, das ist wie gesagt nur jetzt ein Testpart. Wenn der jetzt online ist und ihr das seht, würde es mich interessieren, ob das gut ist. Und wenn, wenn es gut ist, würde mich auch interessieren, ob es vielleicht noch mehr Sinn machen würde, wenn ich vielleicht sogar die englischen Dialoge in Englisch vorlese. Weil sonst muss ich ja die ganze Zeit schweigen, während Dialoge kommen und vielleicht höchstens noch einen Kommentar dazu geben, falls mir einer einfällt. Das ist ja vielleicht auch nicht so doll. Also da wäre es schön, wenn ihr mir sagen würdet, wie es am besten ist. So, jetzt werde ich mal Galleon. Jawohl. Jawohl, hat er recht.
Sollten wir das in Angriff nehmen? Was sagt Jessica? Naja, schön, nett, dass du dich für mich freust. Boah, machen wir auf jeden Fall, ne? Oh, Neukap jetzt immer noch nicht. Oh Mann, oh Mann. Nicht schlecht. Oh, preist er uns jetzt Jessica an hier, oder was? Ja, na klar, schüchtern, mit Sicherheit. Ja, Witzbold. Ja, okay, passiert jetzt noch irgendwie was? Ich spreche ihn jetzt nochmal an. Aha, sehr witzig. Sehr witzig. Also anscheinend müssen wir hier jetzt nichts mehr tun, dann gehen wir eben wieder raus. Oh ja. Aber irgendwie, wir wollten doch Galleon eigentlich... Wir gucken mal kurz, ob Nash irgendwo... Ah ne, Nash ist ja jetzt nicht hier, der ist ja da geblieben. Nee. Also ich nochmal rein, das muss doch irgendwie weitergehen. Wir müssen ja irgendwie mit Galleon zusammen... Wollen wir doch los, also... Von daher gesehen müssen wir vielleicht noch mehr Gespräche machen, damit es weitergeht, vermute ich mal. Nochmal Galleon ansprechen. Ja, das wäre nicht so schön. Ja. Genau, mein Freund, genau. Ah, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ah, morgen früh also, okay. Ja, jetzt werden wir nochmal so ein bisschen übernachten bis morgen früh und dann geht's los. Oh, aber ein schönes Zimmer ausgesucht hier, gefällt mir. Achso, jetzt kann ich mich bewegen. Mal Luna ansprechen. Okay, Nall ansprechen. Er hat es immer noch nicht gerafft. Genau, er kapiert es nicht. Okay, an dieser Stelle, bevor wir uns schlafen legen, verabschiede ich mich. Bin mal gespannt, ob ich das überhaupt jetzt vernünftig hinkriege mit den Ersetzungen und das da einzubauen und so weiter. Ja, wenn ich es nicht schaffe, dann kommt das Video halt gar nicht online. Also wenn ihr es seht, dann habe ich es wahrscheinlich geschafft und ja, schauen wir mal. Macht's gut und bis zum nächsten Mal, euer Dreambird 1973. Bye bye.